Sagt Dirko, ne? Viel hilft viel. Ist nicht immer die beste Entscheidung. So. Tata. So. Also, Kolben oben sieht recht gut aus. Tatsächlich kaum Belag, kaum spürbarer. Der Kolben als solches sieht auch gut aus. Kolbenringe sind intakt. Das obere Pleuellager scheint auch intakt. Ja, aber jetzt haben wir das Problem, dass wir... Moment. So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie die Kurbelwelle mal nach vorne kriegen. Und wenn wir sehen, sehen wir erstmal nichts. Außer, dass das untere Pleuellager auch beweglich ist. Also Kurbelwelle scheint von den Lagern intakt zu sein. So, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wenn ich die Kiste aufmache, was dann passiert. Was ist das für eine Schraube? Also, die gehört da mal nicht hin. Da sind wohl jemandem die Bolzen ausgegangen. Nun gut. Tja. So, der große Moment ist gekommen. Wir bauen das jetzt auseinander. Aber wer auch immer den Motor gebaut haben mag. Diese Scheiße, lass bitte sein, weil das macht keinen Spaß, das ausbauen zu müssen, wenn du nirgendwo einen Schlüssel ansetzen kannst. Was musst du nämlich machen? Du musst die Mutter dann nämlich mit dem Hammer und mit dem Schraubenzieher lösen, damit du sie überhaupt bewegt kriegst, nämlich dann mit einer Zange. Also, warum? Okay, manche Sachen muss ich nie verstehen, will ich auch nicht verstehen. So, jetzt heben wir die Motorschale ab. Schön langsam abziehen. So, damit ihr gucken könnt, ob ihr was seht. So, und jetzt nehme ich euch mal in die Hand und dann werden wir uns das mal angucken. Die Kickerfeder sieht auf jeden Fall mal gut aus. So, ich lege kurz den Motor weg, Sekunde. Jetzt nehme ich euch mal in die Hand. So. So, fangen wir mit der kleinen Hälfte an. Da sehen wir erstmal nichts Auffälliges. Kickerritze sieht gut aus. Das Lager sieht gut aus. Ich habe hier auch keine Schleif- oder Ratterspuren, gar nichts. Das sieht gut aus. Nebenwellenaufnahme sieht auch gut aus. Aber ich habe hier Späne. Ja, nicht viel, aber es ist Späne vorhanden. Mal gucken, wo die herkommt. So, dann schauen wir mal hier. Ja, guten Tag. Kickerritze machen wir mal ab. Auch an der Kurbelwelle können wir signifikant erstmal nichts feststellen. Auf jeden Fall ist es mal eine Vollwange und die ist verlasert. Vom Laserstil würde ich ganz klar sagen, das ist eine Kurbelwelle vom Andreas aus Bremen, von der Zweiradscheune. Denn ich kenne keinen, der so schöne Schweißnähte macht, wie der Andi Bieder.
Also das ist ganz klar meine Vermutung, die Kurbelwelle kommt aus Bremen. Also beziehungsweise die Lasernaht kommt aus Bremen. Schöne Grüße von hier nach da, Andi. So. Also hier. Okay. Also offensichtlich können wir jetzt erstmal von hier nichts sehen. Ja. Oha. Okay. Bauen wir mal das Getriebe aus, dann schauen wir weiter. So, nachdem ich den Motor gedreht habe, kommt der erste Hinweis mir schon entgegengeflogen. Das fiel aus dem Motor. Und wisst ihr, was das ist? Das ist der Lagerkäfig. Der Lagerkäfig vom Hauptlager. Oder ein Teil des Lagerkäfigs vom Hauptlager. Was wiederum darauf hindeutet, dass ich das, was ich zu Anfang gesagt habe, dass es Probleme mit dem Hauptlager gibt, klar darauf hindeutet. So, das ist jetzt ausgefallen, nachdem ich hier den Motor umgedreht habe. Also, die Suche geht weiter. So, was wir sehen ist, dass wir, nachdem wir das Getriebe entfernt haben, also die Hauptwelle, dass wir ein klassisches LML-Getriebe haben. Also das ist ein tatsächlich originales LML-Getriebe, was man hier an der, ich kann mal gucken, ob man sieht, ja, was man hier an der Kennzeichnung tatsächlich sehen kann. Hier steht nämlich LML. Das ist ein LML Plusso-Getriebe. Und das sieht soweit auch noch ganz gut aus. Ja, gucken wir mal rein in den Motor. Was wir jetzt sehen, ist, dass wir erstmal nichts sehen. Weiter. So, warte. Hier ist jede Menge kleiner Metallspan. Kann man das sehen? Nee, ne? Scheiße. Ja, wenn man nur eine Hand hat zur Verfügung, ist das scheiße. Ich buchte den mal hier hin. Da. So, also es scheint tatsächlich ein Problem im Hauptlager zu sein. Die Nebenwelle sieht gut aus. Bisher noch kein Zahn verloren. Jetzt werden wir als nächstes mal die Nebenwelle ausbauen und die Kupplung und dann werden wir wahrscheinlich schon sehen, wo das Problem liegt. Ja, also mehr Span hier unten haben wir nicht. Vielleicht kommt noch ein bisschen was. Was aber richtig scheiße ist, das muss ich euch auch mal sagen, gekapselte Lager. Ihr seht, da hinten ist ein gekapseltes Lager drin. Wenn du einen außenliegenden Wellendichtring hast, dann mach verdammt nochmal kein gekapseltes Lager rein, weil das Getriebeöl soll ja schließlich durch das Lager hindurch zum Wellendichtring laufen. Wenn du nämlich kein, oder wenn du das Lager kapselst, dann läuft dir der Wellendichtring irgendwann heiß und geht kaputt. Bei außenliegendem Wellendichtring keine gekapselten Lager verwenden. So, vielleicht fällt es dem einen oder anderen geneigten Schrauber auf. Eine selbstsichernde Mutter auf einer Kupplung? Sekunde. So. Okay. Das Problem ist, tja, dass ich nicht wirklich nachvollziehen kann, warum man sowas macht. Weil eigentlich gibt es dafür keine selbstsichernden Muttern. Normalerweise passen die Steigerungen auch gar nicht. Aber wer weiß, man lernt ja nie aus. Vielleicht ist das ein neues, innovatives Produkt. Aber gut. So, Kupplung ab. Kriege ich sie ab? Ja, ich kriege sie ab. So, was hat hier gerade geklimpert? Aha, die Scheibe. Okay, nur die Scheibe. So, wir sehen das Problem. Guck mal, was aufgegeben hat. Da. Da seht ihr das Problem des Ganzen. Ein völlig zerstörtes Hauptlager. So. Und dieses völlig zerstörte Hauptlager ist der kapitale Motorschaden. Okay. Dann werden wir jetzt mal untersuchen, ob die Kurbelwelle verschont geblieben ist. Dann werde ich die mal auf den Bock setzen und die mal vermessen, ob die noch rund läuft oder ob es die so ein bisschen auseinander gedrückt hat, weil die ist ja verlasert, verdrehen kann sie sich eigentlich nicht, aber sie kann
Die Wangen können ein bisschen auseinanderlaufen. Das kann sein. Wir können mal gucken, ob wir sie richten müssen. Ja, okay, Freunde. Ihr seht, das Problem ist ein zerstörter Lagerkäfig. So. Okay, Fehler gefunden. So, hier sehen wir das ganze Dilemma mal schön detailliert. Ja, wie ihr seht, haben wir das Problem, dass der Lagerkorb aufgerissen ist. Ja. Wobei ich nicht weiß, 1, 2, warte mal, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, die Kugeln sind alle noch drin. Ich habe schon gedacht, wir hätten eine Kugel verloren. Aber die Kugeln sind tatsächlich alle noch drin. Die haben sich halt jetzt komplett verschoben, sind nicht mehr an der Position. Ja, ihr habt ja gesehen, um das mal ein bisschen aufzudröseln, weswegen ich immer sage, ihr müsst den Motor vorsichtig und sehr, sehr achtsam auseinandernehmen. Was wir gesehen haben, ist, dass wir kein Getriebeöl mehr drin hatten. Das war Hinweis A. Wenn du kein Getriebeöl mehr drin hast, dann wird dieses Lager natürlich auch nicht mehr geschmiert. Wenn dieses Lager nicht mehr geschmiert wird, was passiert? Dieses Lager läuft heiß. Wenn dieses Lager heiß läuft, passiert genau das. So, das heißt, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es war kein Getriebeöl mehr drin. Wobei, so wie das aussieht, war da nie welches drin. Das ist ja nicht wirklich Getriebeöl. Das ist ja mehr so ein bisschen Sprühnebel. Ja, dann wird das Lager heiß. Das Lager geht kaputt, löst sich in seine Bestandteile auf. Der Lagerkäfig reißt. Und dann steht der ganze Scheiß fest. So. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich mal überlegen muss, weil das wird so heiß geworden sein, dass wahrscheinlich dieser Ring und die Kurbelwelle eine Symbiose eingegangen sind, denn das bewegt sich keinen Millimeter mehr, so dass ich wahrscheinlich auch noch ein mittelschweres Problem habe, diesen inneren Lagerring von der Kurbelwelle herunterzubekommen. Aber das werden wir uns gleich mal anschauen. Ich freue mich. Ja, jetzt mal von der anderen Seite. Wie ihr sehen könnt, ist das der Wellendichtring und hier ist irgendwas eingeschlagen. Ich gehe mal näher ran. Warte mal. So, Sekunde. Also, was ich besonders beeindruckend finde, sind die Schäden hier am Lagerinnenring, wenn man das einigermaßen sehen kann. Aber wir können von Glück sprechen, dass der Wellendichtring da saß, wo er saß, denn der hat verhindert, dass die Bruchstücke des Kranzes in den Vorverdichtungsraum einfließen und haben somit größeren Schaden noch bewahrt. Ihr seht, am inneren Lagerring ist wirklich Material weggeplatzt, ne? Also hier unten ist klemmt auch noch was drin da. Ja, also man mag sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Wellendichtring auch noch aufgegeben hätte. Also ein bisschen Glück im Unglück gehabt. So. Da kann man jetzt also mal richtig sehen, was hier abgegangen ist. Ja, Getriebeöl vergessen ist an der Stelle nicht gut, weil das Lager wird aufgeben. Die Hitze, der Hitzeeintrag, der da entsteht. Da könnt ihr den Wellendichtring sehen. Keine Ahnung, was da reingeschlagen ist, aber boah. Ja. Auf jeden Fall hat der Wellendichtring dafür gesorgt, dass alles in Ordnung bleibt auf der Seite. Gut, also, dann bauen wir den Motor mal wieder zusammen mit einem neuen Lagersatz, würde ich sagen. Oder? Na, das ist ja hervorragend. Jetzt muss ich euch noch was Abgefahrenes zeigen. Ihr habt ja da gesehen, dass an diesem inneren Lagerkranz zwei Stücke rausgebrochen sind, ne? Ich gehe mal ein bisschen näher, könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, da. Da sind richtig aus dem inneren Kranz zwei Stücke rausgebrochen. Jetzt habe ich mich gefragt, wo mögen die hingekommen sein? Mögen die vielleicht zermahlen sein oder wo sind die? Ich kann es euch zeigen. Da sind die. Kann man das einigermaßen sehen? Hier sind die herausgebrochenen Stücke aus dem inneren Lagerkranz. Die haben sich mit der Kurbelwelle verschweißt. Und damit ist die Kurbelwelle nicht mehr brauchbar. Au, Banane, ey, guckt euch das an.
Das habe ich in der Tat allerdings auch noch nie gesehen. Ne? Warte mal, ich hole euch da nochmal ran. Da sind die inneren abgebrochenen Pinöckel vom Lager. Da. Ist das geil? Hab ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Da hängen sie. Ja, also Welle einmal neu. So, wir wissen, was kaputt ist. Wir wissen, was der Grund war. Und wir haben alles soweit analysiert. Bedeutet, jetzt muss ich Teile bestellen. Und dann muss ich den Bock wieder zusammenbauen. Und dann denke ich, dass wir vielleicht noch ein bisschen optimistisch gedacht noch ein paar PS mehr rausholen können. Also er war stets bemüht, sage ich mal. Ja, was bleibt am Ende des Tages? Die Erkenntnis. Wenn du ohne Getriebeöl fährst, darfst du dich nicht wundern, wenn deine Lager so heiß laufen bei entsprechender Beanspruchung, dass es sie auseinanderreißt. Und wenn es die Lager auseinanderreißt, dann reißt es dir deinen Motor auch auseinander. Hier ist der Schaden wirklich in Anführungszeichen glimpflich ausgegangen. Wir haben eine kaputte Kurbelwelle, wir haben kaputtes Hauptlager und wir haben kaputten Wellendichtring. Das sind in Anführungszeichen überschaubare Kosten, wenn man betrachtet, was hätte passieren können. Und abgesehen davon, was hätte passieren können, wenn der Fahrer sich auf die Fresse gelegt hätte. Ich weiß es nicht. Also, ja, kontrolliert euer Öl, kontrolliert die Menge eures Öls. Ein kleiner Tipp noch an der Stelle, was ihr reinschüttet, solltet ihr auch wieder rausbekommen. Ihr solltet euch vorher merken, was schütte ich rein? 250, 300 Milliliter. Ich fahre immer 300 Milliliter. Bedeutet, wenn ich einen Ölwechsel mache, erwarte ich mindestens 280 Milliliter wiederzusehen. Sehe ich die nicht wieder, bedeutet das, dass ich gegebenenfalls einen Ölsauger habe oder mir mein Getriebeöl woanders hin abgehauen ist. Bekomme ich mehr als 300 Milliliter raus, bedeutet das, dass wahrscheinlich Sprit in das Öl geflossen ist und ich irgendwo im Motor einen kaputten Wellendichtring habe, der mir den Sprit ins Getriebeöl geschoben hat. Ja, also das sind so mal kleine Tipps noch am Rande. Wir werden jetzt Teile bestellen und dann werden wir den Bock wieder auf die Straße kriegen, denke ich. Ich halte euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, danke für das Video gucken. Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar und oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr wissen wollt, was so weiter passiert. In diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Egal, wann das Video kommt, ich habe keine Ahnung. Wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee und bleibt anständig. Tschüss.